Ja, hallo. Ich freue mich, dass doch ein paar sich entschlossen haben, wirklich physisch herzukommen und nicht nur über den Stream dem Vortrag zu folgen. Mein Name ist Anna Artega und ich bin Mitglied im Direktorium der Jungen Akademie, in deren Namen ich Sie sehr herzlich an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften willkommen heiße, beziehungsweise auch beim Stream willkommen heiße. Und ich freue mich sehr, den folgenden Vortrag zu den Werten, die die Suchmaschinen leiten, von Astrid Mager jetzt anzukündigen. Der Vortrag wurde organisiert vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, dem ich an dieser Stelle sehr herzlich für die Initiative und auch für die Organisation danken möchte. Ich werde Ihnen ganz kurz die Vortragende vorstellen. Astrid Mager studierte Soziologie und Kommunikationswissenschaften in Wien und Paris und hat 2010 am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien dissertiert. Von 2010 bis 2012 forschte sie im Rahmen ihres Postdoc-Stipendiums zu Suchmaschinen und Ideologien des Algorithmus an der Umeå University in Schweden. Das heißt, sie ist wirklich schon länger mit dem Thema befasst. Seit 2012 ist Astrid Mager am Institut für Technikfolgenabschätzung hier an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und 2016 wurde sie mit dem renommierten Elise Richter Research Grant des FWF ausgezeichnet, der damit ihre Habilitation mit dem Titel Algorithmische Imaginationen unterstützt. Seit 2018 ist Astrid Mitglied der Jungen Akademie. Und als jemand, der im Direktorium der Jungen Akademie ist, darf ich sagen, dass wir sehr froh sind, mit ihr eine so ausgewiesene Expertin für so ein aktuelles und relevantes Forschungsgebiet zu unseren Mitgliedern zu zählen. Die Bedeutung des Themas, das heute im Fokus steht, kann meiner Meinung nach gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, weil in einer zunehmend digitalisierten Welt, in der sich viele Aspekte von unserem Leben mehr und mehr ins Internet verlagern oder anders gesagt, in dem das Internet ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags geworden ist, sind Suchmaschinen unentbehrlich geworden und umso wichtiger ist es, sich mit dem Modus operandi von Suchmaschinen auseinanderzusetzen und zu analysieren, welche Ergebnisse sie uns liefern und demgegenüber, welche Inhalte sie uns nicht anzeigen, welche Inhalte hier möglicherweise verloren gehen oder anders gesagt, welche Ein- und Ausschlussmechanismen hier produziert oder vielleicht auch nur reproduziert werden. Wir können also sehr gespannt sein auf das Folgende und ich bitte Astrid Mager um ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, hier heute meine Forschungsarbeiten, meine langjährigen Forschungsarbeiten zu Suchmaschinen und gesellschaftlichen Werten präsentieren zu können im Rahmen der Gender und Diversity Lecture. Auch vielen Dank an Anna für die wohlwollende Einführung und auch die Nennung des Elise-Richter-Programms, das mir natürlich auch sehr am Herzen liegt. Ich werde heute meine Forschungen in sogenannten drei Teilprojekten, wenn man so will, präsentieren, die mich schon eben seit mittlerweile 10 Jahren begleiten. In dem ersten Projekt wird es um kommerzielle Suchmaschinen gehen und den neuen Geist des Kapitalismus. Im zweiten Teilprojekt geht es dann um die Frage der Regulierung, speziell im europäischen Raum, also wie können Suchmaschinen auch hier in Europa gestaltet werden, mittels Gesetzgebung hauptsächlich. Und hier geht es auch sehr stark um europäische Werte, wie wir sehen werden, insbesondere im Kontext der Datenschutzgrundverordnung. Und im dritten Teilprojekt möchte ich dann auf meine aktuelle Forschung zu alternativen Suchmaschinen eingehen und deren Gesellschaftsentwürfe. Bevor ich auf diese Forschungen näher eingehen werde, möchte ich aber ein paar zentrale Kernthemen auch aus meinem Forschungsfeld der Wissenschafts- und Technikforschung festhalten. Suchmaschinen, auch wie alle anderen Technologien, sind natürlich nie neutrale Techniken, sondern sie werden in der Gesellschaft verhandelt. Das heißt also, dass sie gesellschaftliche Dynamiken, Machtverhältnisse, ökonomische Verhältnisse und eben auch Stereotype und Verzerrungen
abbilden, diese aber zugleich auch verfestigen und weiter in die Zukunft fortschreiben. Und Gender und Diversity sind hier eben zwei zentrale Aspekte davon. Deswegen ist es auch hier interessant, sich mit Internetsuche überhaupt aus diesem Blickwinkel auseinanderzusetzen. Es geht also hier in meiner Forschung um dieses Zusammenspiel von Suchmaschinen und Gesellschaft, das eben auch das Kernthema der kritischen Technikwissenschaften ist. Und das werden wir jetzt im Näheren beleuchten. Zunächst möchte ich aber einmal ein paar plakative Beispiele zeigen, warum auch diese Suchmaschinenergebnisse unter dem Blickwinkel der Gender und Diversity auch problematisch sein können. Das sind Spitzen, die in den letzten 10 Jahren immer wieder durch die weltweite Presse gegangen sind, sehr plakative Beispiele. Natürlich gibt es ja auch viel subtilere Formen der Verzerrung, die oftmals ja gar nicht zutage kommen. Hier wurde zum Beispiel in der Washington Post eine Studie diskutiert, die eben aufgezeigt hat, dass prestigereiche Jobs eher Männern angezeigt werden in den bezahlten Anzeigen als Frauen. Und das liegt natürlich daran, dass wir nicht alle dieselben Suchmaschinenergebnisse angezeigt bekommen, sondern sehr stark auch personalisiert wird und daher auch an den Nutzer, die Nutzerin angepasst wird. Ähnliches findet sich auch in der Google-Bildersuche. Hier wurde nach CEO zum Beispiel gesucht und man sieht ja sehr eindeutig, dass diese Bildersuche eine Vielzahl an älteren Herren im Anzug hervorbringt und keine einzige Frau. Ähnlich vielleicht auch in diesem Zusammenhang hier, die Suche nach Professor bringt ebenfalls ältere Herren in Anzügen und Krawatten zum Vorschein. Das war eine Suche, die auf einem Blog diskutiert wurde 2017. In Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich diese Suchen nochmal reproduziert und wollte schauen, wie sieht denn dieses Ergebnis heute aus. Wenn man nach Professor sucht, findet Google primär eine Hauptfigur aus einer spanischen TV-Serie, die der Professor genannt wird, auch dieser allerdings ein älterer Herr. Weiter unten aber kommen dann ähnliche Bilder, wie wir zuvor schon gesehen haben, eben ältere Herren in Anzügen und Krawatte. Zwei Ausnahmen finden sich hier in der Mitte. Eine Ingenieurin, die zu einer der weltweit besten Ingenieurinnen gekürt wurde und ein nigerianischer Professor. Die müssen also schon Außerordentliches leisten, um in der Google-Suche aufzuscheinen. Sehr schön auch das Bild in der ersten Reihe, finde ich, wo sich eine Studentin hier nach der Ikonografie überlegt, ob sie dem Herrn Professor ein Geschenk machen dürfe und sich dabei so über das iPad lehnt. Also man sieht hier schon, dass hier so Stereotype einfach auch ikonografisch abgebildet werden. Umgekehrt, wenn man nach Nurse sucht, das ist ja ein Suchwort, das an sich weibliche Krankenschwestern, aber auch männliche Krankenpfleger umfassen würde, sieht man hier die Repräsentation von hauptsächlich jüngeren Frauen. Hier auch wieder die Frau, die neben dem männlichen Arzt steht zum Beispiel. Also Dinge, die wir eh schon kennen, werden hier reproduziert, aber damit eben auch weiter verfestigt. Je mehr es jetzt um diese datengetriebenen Technologien geht, umso größere Verzerrungen finden sich natürlich auch schon in den Daten selbst. Das heißt, es ist wirklich ein komplexes Zusammenspiel von diesen algorithmischen Systemen, aber natürlich auch den Daten, die schon vorhanden sind und benutzt werden, um diese Systeme zu trainieren. Google Translate zum Beispiel ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es auch unzählige Verzerrungen, hier zum Beispiel bei Sprachen, die eben nur ein Pronomen kennen, also das Ungarisch oder auch im Türkischen ist das ähnlich, dieses O kann eben männlich und weiblich sein, aber Google Translate ordnet dann Adjektive zu, einfach auf Basis von Statistik, also es wird einfach nur ausgezählt, sozusagen, was sind die häufigsten Sätze, die gefunden werden mit diesen Wörtern und dann kommt halt zustande, she's beautiful, he's clever, he reads, she washes the dishes, he builds, she sews, he teaches, she cooks, he's researching, she's raising a child. Also Dinge, die man ja eh schon kennt, werden hier eindeutig wieder reproduziert. Das wurde natürlich auch in der Literatur jetzt schon aufgegriffen. Ich möchte auch noch ganz kurz einen Einblick über die breitere Forschungslandschaft hier bieten. 2018 hat Sophia Noble zum Beispiel ein Buch herausgebracht, Algorithms of Oppression. Das ist ein sehr bekanntes Buch geworden mittlerweile, wo sie hier eben auch genau mit diesen Beispielen operiert. 2011 hat sie zum Beispiel nach Black Girls gesucht und hauptsächlich pornografisches Material vorgefunden. Einerseits in den bezahlten Anzeigen, aber eben auch in den sogenannten organischen Suchmaschinen. Ergebnissen, auch weil diese Industrie natürlich sehr stark optimiert hin auf diese Suchworte.
ähnliche Suchen beim Vergleich von 3 Black Teenagers und 3 White Teenagers, während die schwarzen Jugendlichen eher in die Ecke der Kriminalität gestellt werden. Ikonografisch auf der linken Seite sieht man rechts sozusagen, dass die weißen Teenager College Boys sind mit dem Basketball in der Hand. Also auch hier kann man eben einen gewissen Race Bias sehen. Google hat sehr schnell auf diese Beispiele reagiert und diese Baustelle aufgeräumt. Oftmals passiert das auch händisch. Insgesamt wird jetzt wenig Pornografie angezeigt in Google-Suchmaschinenergebnissen oder eigentlich keine, so gut es geht. Aber trotzdem wird die systematische Verzerrung damit ja nicht behoben. Also nur weil eine Baustelle aufgeräumt wird, gibt es tausend andere sozusagen. Ein weiteres Beispiel ist eben dieser Tagging-Algorithmus, wo hier zwei schwarze Jugendliche als Gorillas getaggt wurden. Ähnlich wurde hier kritisiert, dass eben selbst nach 3 Jahren nur dieser händische Fix wieder stattgefunden hat, wo halt einfach der Term Gorillas genommen wurde von dieser Image-Labeling-Technologie und damit aber wieder die systematische Diskriminierung nicht behoben wird, logischerweise. Also man sieht schon dieses komplexe Zusammenspiel von Datenalgorithmen und natürlich gesellschaftlichen Verzerrungen und Stereotypen und Biases und auch Diskriminierung, wie man hier sieht, die hier wieder gefunden werden online. Unter diesen ganzen Fallbeispielen gibt es natürlich auch noch den kommerziellen Bias, der liegt ja drunter unter all dieser Operationsweise von kommerziellen Suchmaschinen, Google insbesondere. Das ist natürlich einerseits schon gegeben dadurch, dass viele bezahlte Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen aufscheinen und viele Nutzerinnen laut Studien eigentlich nicht differenzieren zwischen den bezahlten Anzeigen und den organischen Suchmaschinenergebnissen. Schon alleine dadurch ergibt sich ein kommerzieller Bias, aber auch in den organischen Suchmaschinenergebnissen sieht man, dass natürlich große, oft kommerzielle Seiten, gut verlinkte Seiten höher gereiht werden als weniger große Seiten und Seiten, die weniger optimieren. Also jede gute große Website optimiert natürlich sehr, sehr stark mittlerweile und insbesondere im Hinblick auf Google, weil das die zentrale Suchmaschine ist und sie auch schon so eine Monopolstellung hat mittlerweile. Das werden wir dann auch später noch sehen. Das heißt also, in manchen Themenbereichen wie Gesundheit oder so findet sich eben viel leichter ein kommerzielles Gesundheitsportal oder eine Pharmafirma als jetzt eine Selbsthilfegruppe für Diabetes oder so, weil die natürlich nicht die Ressourcen hat und auch nicht die Manpower, das zu optimieren und oft auch nicht das Interesse. Das war zum Beispiel in meiner PhD so, dass die oftmals gesagt haben, wir wollen das gar nicht, also wir wollen ja nichts verkaufen. Also ob Google jetzt daran sterben wird, ist fraglich, weil, wie gesagt, selbst 2010, als ich meine Dissertation fertiggestellt hatte, hatten wir schon ähnliche Biases in Suchen mit medizinischem Hintergrund oder Produktreviews und so weiter. Also das bleibt jetzt einmal dahingestellt, ob die Google-Suche daran sterben wird, ist fraglich. Es gibt jetzt immer mehr Literatur, die das schon sehr stark thematisiert. Algorithms of Oppression habe ich schon genannt, aber auch Race After Technology von Ruah Benjamin oder Automating Inequality von Virginia Eubanks, die sich mit Profiling-Algorithmen und auch automatischen und semi-automatischen Entscheidungssystemen auseinandersetzt. Auch ein großes Thema. Und was auch spannend ist, ist, dass auch innerhalb der Informatik eine kritische Gruppe sich herausbildet, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Also wie können wir diese Verzerrungen aus diesen algorithmischen Systemen rauskriegen? Die operieren mit den Termini Fairness, Accountability und Transparency. Das ist eine wachsende Forschungsgemeinschaft. Aber es gibt auch das wachsende Feld der Critical Data und Algorithm Studies. Wir haben ja auch eine Studie durchgeführt am Institut zum AMS-Algorithmus zum Beispiel und da Internet auch kooperiert mit anderen Disziplinen, also insbesondere der Informatik. Also das ist, glaube ich, zentral, dass es mehr und mehr interdisziplinäre Forschungsprojekte gibt, die da auch zusammenarbeiten, um sich diesen Fragen zu widmen, weil es braucht eben genau diese soziotechnische Analyse, wenn es darum geht, diese gesellschaftlichen Einschreibungen in die Systeme auch rechtliche Expertise wird mehr und mehr von Bedeutung sein, jetzt mit dem neuen AI-Act, der auf der EU-Ebene diskutiert wird. Also man braucht hier wirklich große interdisziplinäre Kollaborationen. Nun aber zu meinen eigenen Suchmaschinenforschungen. Also bei mir ist jetzt eben die zentrale Frage, wie werden diese eben in der Gesellschaft verhandelt, sowohl kommerzielle Suchmaschinen als auch alternative Suchmaschinen? Welche Visionen, Werte, Ideologien oder eben Imaginaries leiten die Entwicklung?
aber auch die Regulierung von Suchmaschinen, speziell in Europa. Und wie werden sie eben in die Technologie eingebettet? Welche Herausforderungen gibt es dabei auch? Und welche Rolle spielt eben der europäische Kontext? Also das ist etwas, was auch immer wichtiger geworden ist in meiner Forschung, die Frage nach dem Standort sozusagen. Weil wir in Europa uns ja versuchen, zunehmend zu positionieren, auch gegenüber diesen Firmen. Und das ja nicht so einfach ist, wie wir sehen. Also es geht eigentlich in meiner Arbeit um diesen Nexus der Imaginationen und der Praktiken, der Softwarepraktiken, aber eben auch Regulierungspraktiken. Begonnen, wie erwähnt, habe ich eben damit, mir auch mal die kommerziellen Suchmaschinen anzuschauen. Ich habe damals eine Reihe von Interviews geführt mit Entwicklerinnen, aber eben auch Suchmaschinenoptimierern, Policymakern aus dem europäischen Kontext, auch Juristen, Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft und ganz unterschiedlichen Stakeholdern, Journalisten auch, um eben auch zu schauen, wie wird diese Ideologie jetzt hier eingebettet. Also es geht in meiner Arbeit dabei auch schon auch ein bisschen über dieses Geschäftsmodell oder die politische Ökonomie von Suchmaschinen hinaus, weil das ist relevant natürlich, aber wir müssen auch schauen, wie eben diese Mechanismen in einer breiteren Gesellschaft stabilisiert und immer wieder auch erneuert werden. Und dabei habe ich mit dem Konzept des neuen Geisteskapitalismus gearbeitet von Boltanski und Chapelot. Das ist im Wesentlichen ein Konzept, das argumentiert, dass die klassische Kritik am klassischen Kapitalismus hier eigentlich inkorporiert wurde bei diesem neuen Geisteskapitalismus. Also Google ist fast ein Paradebeispiel, arbeitet mit flachen Hierarchien, gibt den Google-Mitarbeiterinnen die Chance, an ihren eigenen Projekten zu arbeiten, um hier Identifikation mit der Firma auch herzustellen. Stellen. Und insbesondere hat Google sehr gut verstanden, auch Geld und sozusagen Mehrwert zu lukrieren aus dieser Netzwerkarchitektur des Netzes, also auf dieser Basis der Traffic Commodity, wie Elisabeth van Coovering das nennt. Also Google hat sehr gut verstanden, dass man eben auf der Seite selbst werben kann mit den bezahlten Anzeigen, aber eben jede andere Website im Netz kann auch Google Ads haben auf der Seite und damit haben sie sozusagen diese Datenflüsse zwischen diesen Webseiten und können eben sehr gut aus dieser Netzwerkarchitektur dann diesen Mehrwert generieren auf Basis dieser Tracking-Methoden und Datenhandel oder Datenhandel, wenn man so will, ja. Und jetzt ist aber die Frage, wie stabilisiert das eben ein weiteres Netzwerk aus Akteuren und Interessen? Also Suchmaschinenoptimierung habe ich schon erwähnt, das wird in den Interviews beschrieben als eine Art Kampf fast, dass natürlich die Google-Algorithmen wieder verändert werden müssen, wenn wieder neue Suchmaschinenoptimierungstechniken kommen. Früher waren das ganz dumme Linkfarmen, das wurde dann schnell unterbunden und so haben aber wieder die Suchmaschinenoptimierer natürlich auch gelernt, ihre Methodiken anzupassen, aber auch so Anbieterinnen von Webseiten und nicht nur die Werbekunden, sondern alle, die kommunizieren wollen, wollen ja auch gefunden werden, bieten sich dann unter Anführungszeichen auch an die Funktionsweisen des Algorithmus und optimieren ihre Seiten speziell auf diese Suchmaschine hin. Und Nutzerinnen natürlich auch, also in meiner Forschung zu Online-Gesundheitsinformationen hat man deutlich gesehen, dass Nutzerinnen eben sehr stark dieser Logik der Suchmaschine eigentlich folgen, nicht nur in der Reihung der Ergebnisse, sondern auch wie sie Seiten benutzen. Sie gehen hauptsächlich vor und zurück zu Google, kommen damit nie auf die Homepage, sondern auf irgendeiner Unterseite rein und so weiter. Das stellen sich die Anbieter von Seiten oft anders vor. Also Google strukturiert hier wirklich sehr stark, wie diese Praktiken sozusagen vor sich gehen. Gleichzeitig füttern wir natürlich dabei auch tagtäglich unsere Daten ein und tragen auch zu diesem Geschäftsmodell bei, logischerweise. Das heißt also, Website-Anbieter und Nutzerinnen versuchen auch ihre Interessen zu bedienen mit der Suchmaschine. Google hat ja sehr gut verstanden, diese Interessen für sich zu nutzen sozusagen. Und lange Zeit war ja auch der Mediendiskurs sehr optimistisch, also immer wurde jedes neue Silicon Valley-Produkt von Apple bis Google und sonst was sozusagen sehr stark gehypt und hat ja eigentlich auch zu diesem positiven Hype beigetragen oder auch liberalere Datenschutzbestimmungen und so weiter. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert, nicht zuletzt durch Edward Snowden und diesen NSA-Skandal, wo ja Datenschutz und all diese Fragen erstmals wirklich im Mainstream angekommen sind und mittlerweile auch mit der Datenschutzgrundverordnung und so ist das jetzt schon Teil des öffentlichen Diskurses. Aber lange Zeit war das eben sehr optimistisch geprägt.
Das heißt also, die Kernaussage aus diesem Projekt ist eigentlich, dass wir neben den gesellschaftlichen Auswirkungen eigentlich auch schauen müssen, welche sozialen Praktiken, Machtverhältnisse und so weiter hier auch dazu beitragen, zur Konstruktion und Stabilisierung von Suchmaschinen in der Gesellschaft, weil so ist ja auch eine Intervention möglich, dass sozusagen einzelne Akteure vielleicht einmal ausbrechen aus diesem Stabilisierungsmechanismus. Dieser kommerzielle Bias findet sich dann eben auch und auch diese sozialen Praktiken rundherum finden sich dann eben auch in den Suchmaschinenergebnissen wieder. Da habe ich eine Studie mit meiner Kollegin Jenny Eklöf in Schweden gemacht, wo wir uns die Biofuel-Kontroverse angesehen haben, sowohl in klassischen Medien als auch in Suchmaschinenergebnissen in schwedischen. Und was da spannend war zu sehen, ist, dass sozusagen die Akteure, die es gut gelernt haben, die Medien zu versorgen mit Presseaussendungen und so weiter, hier auch mittlerweile gut gelernt haben, sich in Suchmaschinenergebnissen zu positionieren, sodass eben Industrie, Policy und auch Forschungsinstitutionen, die auch gemeinsam diesen Biokraftstoff vor allem in Schweden vorwärts treiben wollen, sowohl in den klassischen Medien als auch in den Suchmaschinenergebnissen eigentlich sehr gute Präsenz erlangen können. Und sie haben da auch Strategien entwickelt, sie bilden so Umbrella-Organisationen und Websites, wo sie sich gegenseitig eben pushen und dann aber auch zu ihren einzelnen Seiten verlinken und so weiter und so eben einen gemeinsamen Webauftritt auch machen. Und da sieht man eben sehr schön, dass das natürlich wieder große Institutionen sind, oftmals kommerzielle Akteure, die da wieder zum Zug kommen, während jetzt NGOs, die sich mit kritischen Stimmen zu Biokraftstoff zum Beispiel, dass eben Soja angebaut wird, nicht um die Weltbevölkerung zu ernähren, sondern Biokraftstoff zu entwickeln, diese Art von Diskurse sind dann viel weiter unten gereiht. Das heißt also, man findet das hier auch wieder in den organischen Suchmaschinenergebnissen, nicht nur in den bezahlten. Und es sind eben auch diese Praktiken wieder, die hier relevant sind, eben nicht alleine das Geschäftsmodell. Ja, dann war die nächste Frage für mich tatsächlich, was passiert jetzt in Europa? In diesen Interviews war es dann schon auch immer wieder Thema, dass es hier eine wachsende Spannung gibt zwischen diesen amerikanischen Technologiekonzernen und unseren europäischen Werten und Rahmenbedingungen und Gesetzgebung insbesondere. Und da habe ich mir dann die Verhandlungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung angesehen, während sie noch in Gange waren und habe mir eben EU-Policy-Dokumente angesehen, aber auch österreichische Medienberichte und Expertinnen-Interviews gemacht mit Stakeholdern, die involviert waren in den Gesetzgebungsprozess, mehr oder weniger nahe. Es war ja ein sehr langer Gesetzgebungsprozess, über 2 Jahre ist das gegangen mit ganz viel Lobbying von Technologiekonzernen selbst, also mehr Lobbying, als es jemals zuvor gab in irgendeinem europäischen Gesetzgebungsprozess. Konzeptuell habe ich hier weniger mit der Ideologie gearbeitet, sondern mehr mit dem Konzept der Sociotechnical Imaginaries. Das ist ein Konzept von Sheila Chesanoff und Kim, das sozusagen erlaubt, diese Technologiepolitik oder Entwicklung von Technologie als etwas zu denken, was gleichzeitig auch soziale und politische Ordnungen hervorbringt. Also es ist sozusagen wirklich so ein wechselseitiger Prozess, dass über Technologiepolitik auch sowas wie Nationalstaatlichkeit geschaffen wird und umgekehrt, dass sich das eben wechselseitig beeinflusst und bedingt. Und im Kontext der Biotechnologie hat Chesanoff dann auch diesen Terminus geprägt von Europa als Multiply Imagined Community. Das ist also eben keine einzige Single Voices, mit der Europa hier spricht, sondern dass es eben ganz viele unterschiedliche Akteure gibt, die ihre Version von Europa hier versuchen zu institutionalisieren und dass wir eben eigentlich noch weit entfernt sind durch diese ganze ökonomische, politische, ethische, kulturelle Diversität. Und das ist etwas, was man eben auch in der Technologiepolitik sehen kann. Und das ist eben etwas, das ich auch sehr stark in diesen Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung gesehen habe. Also es wird zwar auf der rhetorischen Ebene sehr stark von dieser Politik der Kontrolle, wie ich das genannt habe, gesprochen. Wir müssen die Firmen wieder unter Kontrolle bringen oder überhaupt erstmals unter Kontrolle bringen. Wir müssen sie in die europäische Gesetzgebung bringen und so weiter. Und wir müssen auch schauen, dass sie unsere europäischen Werte respektieren. Und damit ist vor allem eben gemeint Grundrechte, insbesondere das Grundrecht auf Datenschutz.
Und während das aber eben sehr stark rhetorisch vor sich hergetragen wird, zerfällt es in der Praxis halt eigentlich total, wenn man sich diese Verhandlungen ansieht. Also Länder wie Großbritannien, die das damals ja noch dabei war bei den Verhandlungen, aber eben auch Schweden, Niederlande oder Irland. Irland gibt ja überhaupt diesen Firmen auch ein europäisches Zuhause hier, haben hier viel liberalere Vorstellungen von Datenschutzstandards als jetzt Länder wie Deutschland, Österreich, aber auch Polen, die eben auch aufgrund ihrer Geschichte gelernt haben, was mit staatlicher Überwachung oder überhaupt Überwachung von ganzen Bevölkerungen passieren kann, was sozusagen im Kommunismus oder Nationalsozialismus da auch schon passiert ist und daher sehr stark für starke Datenschutzstandards lobbyiert haben oder eben verhandelt haben. Das heißt, man sieht halt hier wirklich sehr deutlich, dass hier der Bruch auch innerhalb der EU zu beobachten ist und das natürlich stark mit kulturellen, politischen und ökonomischen Unterschiedlichkeiten oder mit dieser breiten Diversität halt natürlich zusammenhängt. Und dass diese technopolitischen Identitäten, wie das auch genannt wird, eben zur Gestaltung einerseits von Technologie beiträgt, aber eben andererseits auch zu etwas wie europäischer Identität. Sie können also sozusagen auch zur Gestaltung oder auch Nichtgestaltung von Europa beitragen. Nach diesem Projekt war dann meine zentrale Frage, okay, wie sieht es jetzt denn aus mit europäischen Alternativen? Also wäre es auch möglich, sozusagen die europäischen Werte nicht nur in Gesetzgebungsprozesse zu gießen oder sie mittels dieser zu institutionalisieren, sondern vielleicht auch eine eigene Infrastruktur aufzubauen? Und hier geht es jetzt eben um die Suchmaschinendiversität und das Konzept der Counter-Imaginaries, das ich hier von Kasansky und Milan ausgeliehen habe. In einem Beitrag haben sie da beschrieben, dass es eben diese Counter-Imaginaries sind, die sichtbar machen, wie eben die Zivilgesellschaft auch antwortet auf diese digitale Transformation, die immer komplexer wird und auch die Risiken, die sie mitbringt. Also was kann man dem jetzt auch entgegensetzen in gewisser Weise? Das ist ein Beitrag, der in unserem Special Issue of Future Imaginaries in the Making and Governing of Digital Technology erschienen ist. Das ist ein Special Issue, das kürzlich in New Media and Society erschienen ist, gemeinsam mit Christian Katzenbach habe ich das herausgegeben. Und hier geht es eben wiederum um diesen Nexus sozusagen der zukünftigen Imaginationen von digitaler Technologie und wie diese aber eben den gegenwärtigen Prozess der Gestaltung und Regulierung von digitalen Technologien beeinflussen. Und dass es eben auch immer mehr die Firmen selbst sind, die eigentlich unsere digitalen Zukünfte für uns denken. Also dass sogar selbst die Imaginationen schon eigentlich von denen geprägt werden, nicht nur die Produkte, wenn man so will. Und da ist eben spannend, was gibt es jetzt da für Gegenentwürfe? Also für diese alternativen Suchmaschinen ist eben wiederum die Frage, welche Visionen und Werte treiben diese an? Wie werden die versucht, eben eingebettet zu werden oder encoded in die Technologie? Welche Herausforderungen sehen Sie dabei? Welche Kompromisse müssen Sie auch eingehen, um überhaupt handlungsfähig zu werden oder zu bleiben? Und welche Rahmenbedingungen könnten helfen, diese Projekte wachsen zu lassen und aus ihrer Nische herauszuholen? Wobei die letzte Frage auch ganz interessant ist, weil vielleicht ist auch dieser Wachstumsdiskurs selbst schon etwas, der mitgeprägt wird von diesen Technologiekonzernen mit Big Data und so weiter. Müssen wir immer scalen, scalen, scalen? Ist das etwas, was überhaupt notwendig ist oder wäre es nicht vielleicht auch ausreichend, wenn man mal ein gutes Nischenprodukt sozusagen entwickelt wenigstens? Das sind jetzt eben drei Fallstudien, die sehr lange jetzt schon laufen, also 5 Jahre habe ich mir diese drei Projekte angesehen, was mir wirklich erlaubt hat, eben einen guten Einblick zu bekommen in diese Entwicklungsprozesse, Entwicklungsprozesse, die bei den kommerziellen Akteuren ja völlig geblackboxed sind und man ja überhaupt keinen Einblick erfahrt, das war schon mal sehr spannend und dabei habe ich eben auch wieder qualitative Interviews gemacht, aber auch Workshops mit den Entwicklerteams, teilnehmende Beobachtung auf Open Tech Summits und so weiter. Um hier sie wirklich auch ein Stück weit zu begleiten, in gewisser Weise. Das erste Projekt ist vermutlich das bekannteste. Es ist Startpage. Das ist eine privatsphärefreundliche Suchmaschine, die im Prinzip eine Google-Kooperation hat. Also es werden Google-Suchmaschinenergebnisse angezeigt, aber eben ohne Personalisierung. Weil wenn man über Startpage sucht, werden keine persönlichen Daten übermittelt, sondern nur das Suchwort. Und man bekommt sozusagen die unter Anführungszeichen rohen Ergebnisse zu dem Suchterminus.
Das ist eine Suchmaschine, die als XQuick entwickelt wurde, schon 1998, also kurz nach Google. Das war damals allerdings eine Meta-Suchmaschine. Und auch der Privacy-Aspekt ist erst nachher dazugekommen. Dieser Zentrale, und es ist eine niederländische Firma, und der Zentrale, diese zentrale Ideologie ist hier eigentlich Grundrechte schützen. Also sie wollen tatsächlich Datenschutz jetzt in der Praxis durchsetzbar machen für Nutzerinnen. Und man kann auch sagen, mit Julie Cohn versuchen sie ein Stück weit auch diese Rhetorik herauszufordern, dass Privacy immer als Anti-Innovation beschrieben wird, als kostenintensiv, als Anti-Progressive und dass sozusagen die Überwachung und so weiter essentiell wäre für die Innovation, wie das ja oft auch formuliert wird. Und Julie Cohn meint eben genau das Gegenteil. Es ist die Freiheit von Überwachung, egal ob das jetzt staatliche Überwachung ist oder kommerzielle Überwachung, die eigentlich die Essenz bildet, dass wir überhaupt informierte und reflektierte Bürgerinnen sein können. Und das ist eigentlich ein essentielles strukturelles Element des von liberalen demokratischen politischen Systemen. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man schon sagen, dass Google das Startpage eben versucht, hier aufzuzeigen, dass man auch ein profitables Unternehmen führen kann, das eben die Privatsphäre von Nutzerinnen respektiert und diesen Surveillance-Innovation-Komplex hier ein Stück weit auch in Frage stellt. Die Scaling-Strategie, wenn man so will, bei denen ist natürlich Venture-Kapital einerseits, also schon größere Investitionen und dann natürlich auch PR in Medien und sozialen Medien, was aber eine gewisse Gratwanderung schon darstellt, das werden wir später noch sehen. Aber sie versuchen halt natürlich Aufmerksamkeit zu generieren und Nutzerinnenzahlen in die Höhe zu bringen. Sie bilden auch Allianzen mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft und EU-Politik. Max Schrems wäre da zum Beispiel so ein Beispiel. Das zweite Projekt hat eine Idee einer offenen Infrastruktur. Also Sie stellen sich vor, es heißt Open Web Index, dieses Projekt. Daraus hat sich eine kleine weitere Gruppe gebildet, die nennen sich Open Search Foundation. Und die haben ein bisschen einen anderen Zugang, werde ich gleich noch dazu kommen. Im Prinzip geht es hier aber darum, eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Also Startpage hat ja keine eigene Infrastruktur, nutzt ja quasi Google-Suchmaschinenergebnisse, ist damit ja auch abhängig von Google. Und Sie denken eben, Europa bräuchte eine unabhängige, öffentlich finanzierte, am besten von der EU finanzierte eigene Infrastruktur. Also es sollte ein eigener Webindex aufgebaut werden. Es gibt ja momentan eigentlich nur 4 große Webindexe. Das ist eben Google, Bing und die chinesische Suchmaschine Baidu und Yandex. Die russische Suchmaschine hat so einen möglichst umfassenden Index und die werden aber alle von Firmen betrieben. Also auch in China, obwohl das staatlich zensiert ist, ist eigentlich eine Firma dahinter, hinter diesem Webindex. Das heißt aber auch, dass diese Indexe alle ein Geschäftsgeheimnis darstellen und man ja damit nicht arbeiten kann. Sie wollen daher eben eine öffentlich finanzierte Struktur, auch in der Tradition von Bibliotheken. Sie meinen, früher hat man auch sozusagen öffentliche Förderungen für Bibliotheken, Büchereien und so weiter auf die Beine gestellt, um Zugang zu Wissen eben zu ermöglichen, allen, möglichst allen Bildungsschichten auch. Und die Suchmaschine ist so ein öffentliches Gut, eigentlich mittlerweile ein notwendiges Gut, um eben Zugang zu Wissen überhaupt zu erlangen im Netz. Wir können das Netz nicht benutzen ohne Suchmaschine. Ist sowas wie Basisinfrastruktur schon fast. Und das sollte eben staatlich finanziert sein. Da gibt es natürlich auch Forschung dazu, zu diesen Public Service Media, Public Service Internet Geschichten. Josef Fides zum Beispiel argumentiert, there is a continued need for strong, well-funded public institutions capable of delivering socially valuable content that would keep public debate alive. Und das sieht man ja auch jetzt in der Corona-Debatte und diese Frage von Fake News und so weiter, wie wichtig hier diese digitalen Medien geworden sind mittlerweile. Und Sie stellen sich eben vor, dass wenn man diesen öffentlich finanzierten Index hätte und der auch weit betreut wird und so weiter, der muss ja immer aktualisiert werden, dann könnten Programmiererinnen ganz unterschiedliche Suchmaschinen oder Ranking-Instrumente darauf aufsetzen. Es könnte eben eine breite Diversität von Suchmaschinen auch geben. Ihre Scaling-Strategie ist natürlich einerseits Lobbying in Brüssel, um diese EU-Finanzierung zu erlangen, was sich bislang schwierig gestaltet. Also diese Rieseninvestition ist leider noch nicht passiert, weswegen Teile dieser Gruppe jetzt beginnen, einen Bottom-up-Ansatz sozusagen zu verfolgen und eben bestehende Ressourcen von Rechenzentren oder auch vom CERN haben sie jetzt eine Kooperation zu nutzen und hier schon mal anfangen, das Netz zu crawlen und zu indexieren. Und sie versuchen sozusagen von Bottom-up hier diesen Index herzustellen,
aber auch das ist eine Gratwanderung natürlich, weil wird er jemals vollständig genug sein, dass er konkurrenzfähig ist? Das ist halt hier die Frage. Das dritte Projekt ist wahrscheinlich am radikalsten, wenn man so will. Es ist eine Peer-to-Peer-Suchmaschine, die eigentlich davon ausgeht, wir brauchen gar keinen zentralen Index. Es könnte einen dezentralen Index hier auch geben. Und die Peers, die Nutzerinnen, bauen diesen Index selbst auf, indem sie über einen Proxy die Sites ansurfen, werden sie automatisch indexiert und sie haben auch einen Crawler. Und hier steht eben Freiheit und Unabhängigkeit im Vordergrund. Es ist Open Source, es ist alles offen einsehbar. Es gibt eben keine Zensur und keine kommerzielle Ausbeutung von Daten und so weiter. Und diese Gruppe arbeitet jetzt auch an einem Open-Source-Sprachassistenten. Das soll eben so eine Art Alternative zu Alexa oder Google Home sein. Das ist eine sehr wachsende Entwickler-Community, was ich ganz spannend finde, weil es jetzt mittlerweile sehr international ist. Also sie haben, ja, sie wurde auch schon sehr früh entwickelt, diese Peer-to-Peer-Suchmaschine von einem Deutschen. Mittlerweile haben sie aber auch schon eine wachsende asiatische Community und Studenten aus Indien und so weiter, da komme ich auch noch dazu. Weswegen ich da ganz spannend auch finde, nochmal die kulturelle Frage, sozusagen, was machen kulturelle, politische Rahmenbedingungen mit Softwareentwicklung? Das ist etwas, was man sich bei dieser Fallstudie noch genauer anschauen kann. Das wäre auch eine spannende Untersuchung wert eigentlich. Das werde ich vermutlich auch noch machen. Ist jetzt aber nicht zentral in dieser Präsentation. Hier steht eben die freie Software im Vordergrund, also einfach die zentrale Infrastruktur, die frei ist, Nutzerinnen selbst auch erlaubt, den Webindex oder auch den Sprachassistenten zu gestalten. Sie verschreiben sich der CCC-Hacker-Ethik, also das Chaos Computer Club, alle Informationen müssen frei sein oder eben auch der Zugang zum Code ist ein fundamentales Recht, wie Richard Stallman zum Beispiel argumentiert, der Creator dieser Open Source GNU Public License. Und man kann auch mit der Forschung von Yochai Benkler hier weiterkommen, wenn man sagt, okay, dieses Konzept der Commons-Based Peer Production, das eben sozusagen das ein öffentliches Gut ist, das man hier herstellt, wo nicht eine einzelne Person die Kontrolle darüber hat, über die Nutzung dieser einzelnen Ressource sozusagen. Das heißt also, dieses Projekt kämpft gegen kommerzielle geschlossene Systeme, indem es freie Software und Informationen zur Verfügung stellt. Ihre Scaling-Strategie ist sehr stark community-driven, also sie versuchen stark neue Entwicklerinnen immer wieder an Bord zu holen. Sie gehen auf Open Tech Summits, wo ganz viel Entwicklung selbst vor Ort passiert, im CCC, aber auch eben in Singapur bei diesem Asian Open Tech Summit. Und sie experimentieren aber auch jetzt mit dem Google Summer of Code Programm. Das ist eine Open Source Förderschiene von Google selbst, was aber auch wieder ein Stück weit eine Gratwanderung ist, weil man berechtigterweise die Frage stellen kann, ist es gut, dass jetzt Google hier diese Projekte auch fördert? Oder was ändert das auch mit den Arbeitspraktiken, wenn auf einmal bezahlte Arbeit hier reinkommt, während die anderen hier eigentlich frei beitragen? Das heißt also, eigentlich alle drei müssen gewisse Herausforderungen meistern und Kompromisse eingehen und immer diese Gratwanderung gut schaffen, ihre Ideale sozusagen weiter zu verfolgen und in die Technologie einzubetten und gleichzeitig aber, um weiterzukommen, auch irgendwie Ressourcen zu schaffen, was oftmals mit Kompromissen einhergeht eben. Und da ist natürlich eben einerseits personelle und finanzielle Ressourcen immer ein Thema, also bei all diesen drei Projekten geht es immer darum, okay, wie kann man wieder Finanzierung aufstellen, um nachhaltig zu werden, kann sich das jemals selbst tragen, wie wird sich das jemals selbst tragen, Manpower und prekäre Arbeit sind auch omnipräsent, speziell bei diesen Open-Source-Entwicklern, aber auch bei dem Open-Web-Index, die das ja quasi oft nebenbei machen, solange noch keine Mega-Investition erfolgt ist, also ist das auch etwas, was natürlich sehr stark prägt, wie sich das Projekt fortentwickelt oder auch nicht manchmal. Es gibt aber eben auch diese Trade-offs, die ich mir dann auch noch näher anschauen möchte in der Analyse, die eben alle drei irgendwo bewältigen müssen. Einerseits bei Startpage sehr stark die Nutzung oder Nichtnutzung von persönlichen Daten. Also sie wissen halt gar nichts über ihre Nutzerinnen, sie haben ja kein Nutzerfeedback. Und die Frage ist für Sie auch, ist es okay, Facebook-Werbung zu nutzen oder unterwerfen wir uns da wieder Datenpraktiken, die wir ja eigentlich für verwerflich empfinden? Andererseits möchte man die Leute ja dort abholen, wo sie sind und eben Startpage auch bekannter zu machen, um den Impact zu erhöhen. Auch in der Entwicklung ist es so, wenn man eben diese persönlichen Daten nicht nutzt, ist es ein Stück weit schwieriger, oft dieses Troubleshooting zu begleiten. Also hier spricht zum Beispiel ein Startpage-Entwickler
so we do have to do certain things a harder way and with more complexity to get at something. But there are basically always ways that we can approach these problems that just take a little bit more thought and a little bit more effort, which I think is worthwhile. Also da sieht man schon ganz schön, dass es natürlich, wenn man sich selbst da treu bleiben möchte, man sich ein Stück weit vielleicht schwieriger macht wie die Konkurrenz. Auch bei der Open-Source-Entwicklung ist es okay, kommerzielle Dienste wie Google Spracherkennung zu nutzen für den Sprachassistenten, die ist sehr gut, während Open-Source-Varianten vielleicht nicht so gut sind, soll man dem Nutzer zumindest eine Auswahl bieten oder müssen alle Komponenten Open-Source sein, sozusagen wie streng ist man da auch ein Stück weit, ähnlich mit Investoren oder finanziellen Geldgebern, ist es okay, die Industrie einzubinden, wenn man diesen Open-Web-Index auf die Beine stellt, zum Beispiel, wie könnte man die einbinden, solche Fragen einfach, die sich da immer wieder stellen. Und was ich eben auch spannend finde im Hinblick auf Scaling und der Daten ist, wie ist jetzt eben Wachstum möglich? Da ist eben auch immer die Frage EU-Finanzierung oder diese Bottom-up-Variante, Facebook-Werbung oder Datensparsamkeit, Google Summer of Code oder eben freie Softwareentwicklung, also hier auch diese Gratwanderung. Und hier sieht man, dass dann in gewisser Weise oft auch Arrangements nötig sind, wieder mit bestehenden Machtverhältnissen und hegemonialen Akteuren, sei es jetzt, wenn man wirklich eine Kooperation aufbaut, um die Suchmaschinenergebnisse zu nutzen, aber auch wenn man versucht, eine alternative Infrastruktur aufzubauen, irgendwo muss das Geld herkommen. Also in irgendeiner Form muss man hier vermutlich auch wieder Kompromisse eingehen. Und darüber hinaus ist die Rolle der Daten, finde ich, ganz interessant, auch noch weiter zu analysieren, also welche Form von Daten hier überhaupt zum Tragen kommen. Einerseits eben persönliche Daten als User-Feedback, aber dann eben auch sehr stark die Trainingsdaten für lernende Systeme. Also wo kommen diese Daten her? Diese Firmen haben ja auch einen großen Datenvorsprung mittlerweile. Das ist ja gar nicht so leicht, hier als Alternative überhaupt mithalten zu können. Ein Entwickler von Susi AI sagt hier, ja, das ist ja nicht trivial. Was heißt das dann? Ja, Open Data. Mit welchen Daten wurden diese Modelle trainiert? Können wir die verwenden? Kann ich das neu trainieren? Also es gibt da viele Fragen und das ist wahrscheinlich auch eine Frage für die Politik, welche Art von Open Data Policy muss man hier auch betreiben, um überhaupt die Grundlage mal zu schaffen, solche Lernensysteme zu ermöglichen. Und je mehr das jetzt immer datengetriebener wird, umso mehr wird diese Datenfrage vermutlich hier relevant werden. Aber eben auch die Infrastrukturfrage, welche Infrastruktur ist nötig, um diese Crawling- und Serverkapazitäten überhaupt auf die Beine zu stellen. Also jede Google-Suche braucht irrsinnig viel Serverkapazität und Materialität, die wir alle nicht sehen, aber es gibt riesige Serverfarmen überall auf der Welt, die nötig sind und wo eben die Frage ist, wie kann man das bewerkstelligen. Und das ist jetzt eigentlich schon, womit ich schließen möchte, also mit zwei vielleicht so kleineren Aspekten und Zitaten noch. Forschungsfinanzierung und Technologiefinanzierung war ein großes Thema in einigen Interviews. Und hier wurde eben auch ganz offen gesagt, also die staatliche Förderung für Technologieprojekte sind eben oft sehr bürokratisch, speziell in Österreich oder Deutschland, aber auch auf EU-Ebene. Man kennt es ja aus der Wissenschaft, wie bürokratisch diese EU-Projekte sind. Also das ist hier repräsentiert durch die FFG an dem linken Bild. Rechts ist diese coole Google Summer of Code-Schiene, die viel näher an den Entwickler-Communities selbst dran sind, die eben diese Art Cherry-Picking betreiben, wie ein Yassi-Entwickler das nennt. Also wenn man mit einem guten Projekt kommt und das präsentiert oder pitcht, wie man sagt im Startup-Sprech, bekommt man trotzdem das Geld, auch wenn man nicht diesen klassischen Lebenslauf hat, der für viele dieser Förderungen vonnöten ist. Also viele Open-Source-Entwickler zum Beispiel haben kein Informatikstudium oder so, sondern sind halt so Do-it-yourself-Typen und auch sehr international. Und es ist viel lebendiger, wie das dort betrieben wird, diese Förderung. Also er sagt dann zum Beispiel, und das müsste der Staat mit Projekten machen. Also da könnte man die provokante Frage stellen, muss der Staat mehr Google wären sozusagen, wenn es um digitale Technologieförderung geht oder sozusagen ist es problematisch, wenn man sich da Anleihen sucht. In Bezug auf den Open Web Index wäre eigentlich eine Großinvestition nötig von der EU im Sinne eines Infrastrukturprojekts und die gibt es ja schon, also zum Beispiel das Human Brain Project ist ja auch eine Rieseninvestition von der EU über 1 Billion Euros für dieses große Projekt und sowas stellen sich eben die Open Web Index Leute vor und da möchte ich dann jetzt eigentlich schließen mit diesem Zitat zur EU-Förderung. Für mich ist das Projekt für uns beendet, wenn Angela Merkel vor den Kameras steht und sagt, wir brauchen einen Open
Open Web Index und wir werden ihn finanzieren. Und ob das Angela Merkel ist oder ob es jemand von der Kommission ist, ist mir eigentlich egal. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht noch kurz ein Satz zur Selbstpromotion. Es wird noch eine weitere Veranstaltung geben am 12. April. Das ist eine Art Endpräsentation des Projekts und wir werden aber auch eine Podiumsdiskussion veranstalten mit internationalen Gästen, auch im Rahmen dieses Special Issue, an dem wir gerade arbeiten, The State of Google Critique und Intervention. Und wenn Sie jetzt mehr Interesse noch an Suchmaschinen und Suchmaschinenpolitik und Kritik haben, dann könnten Sie auch sehr gerne am 12.04. wieder an die ÖAW kommen oder im Livestream folgen. Vielen Dank. Hier gibt es irgendwelche Fragen oder Anregungen oder Anmerkungen? Ja, bitte. Jetzt geht's. Ich wollte fragen eigentlich zu Open Data, also dass es diese Idee gibt, also Suchmaschinen, öffentlichen Suchmaschinen können da mit Open Data arbeiten. Also ich habe irgendwie mitbekommen, da gibt es vielleicht Bedenken über Datenschutz, wo kommen diese Daten her? Also gibt es da überhaupt Möglichkeiten, welche Quellen gibt es für solche Daten? Also diese Datenfrage ist jetzt speziell für diese Entwicklung des Sprachassistenten eigentlich zentral, weil die müssen ja den Sprachassistenten irgendwo hinschicken, wo der die Antworten findet. Also Wikipedia ist ja zum Beispiel eine offene Quelle für Informationen, da geht dann zum Beispiel jetzt Susi hin, aber es wäre eben wünschenswert, wenn wir hier mehr offene Daten hätten, die hier eingebunden werden könnten. Bei der Suchmaschine ist es ja so, die sucht ja eh nicht live im Netz, sondern eben in der Datenbank, das ist eben dieser sogenannte Webindex, den muss man mal aufbauen. Das heißt, wenn man hier eine alternative Infrastruktur schaffen möchte, weil wir können ja nicht zugreifen auf den Google-Index oder Bing-Index oder wie auch immer, da müssten wir einmal das ganze Netz indexieren. Das machen sogenannte Crawler, die krabbeln quasi durchs Netz, wenn man sich das so vorstellen will, indexieren die Seiten und bringen sie in eine riesige Datenbank und die Datenbank wird eigentlich durchsucht. Bei jeder Google-Anfrage durchsucht Google seine eigene Datenbank. Das heißt, da ist wieder die Frage nach Open Data eine andere. Aber je mehr man jetzt dieses Maschinenlernende System ja auch hat und will, umso mehr wird sich diese Datenfrage stellen, weil die können ja besser diese Systeme trainieren, wie wir vorher ja am Anfang gesehen haben, auch noch nicht optimal, aber immerhin, sie haben Möglichkeiten, während jetzt eben Open-Source-Projekte ja gar keinen Datensatz haben. Das ist da die Frage. Aber es ist strittig natürlich. Es gibt ja auch diese Initiative Registerforschung, Plattform Registerforschung oder wie das heißt in Wien. Da stellen sich ja auch immer die Fragen, wenn man öffentliche Forschungsdaten offen zugänglich macht, wie geht das, wer darf darauf zugreifen und so weiter, wie kann man unterbinden, dass das wieder für kommerzielle Zwecke genutzt wird. Also das ist sicher eine kontroverse Debatte. Dankeschön. Also ich erlaube mir eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung, also die Frau Merkel kann das jetzt schon verlangen, aber die ist jetzt schon in Pension. Das wäre jetzt der Herr Scholz, der so einen Wunsch äußern müsste. Meine Frage wäre, können Sie auch eine Bemerkung machen? Ich nutze gelegentlich MetaGer, beziehungsweise auch Startpage und ich gebe offen zu, ich mache es meistens, wenn mir Leute über die Schulter schauen, damit ich sozusagen nicht da diese alles dominierende Macht nutze. Jetzt muss ich aber gestehen, und vielleicht können Sie dazu auch Auskunft geben, falls es überhaupt, falls es überhaupt geht, wenn nicht, die Frage vielleicht erübrigt sich dann sogar. Mein Eindruck ist aber, der ist sehr oberflächlich, dass ich bei MetaGer und Startpage nicht die gleich und Anführungszeichen guten Ergebnisse kriege. Ich kann mir das aber nicht erklären, oder täusche ich mich? Sie wissen ja, man redet sich ja vielleicht auch selber was ein. Und dann erlaube ich mir noch die Anmerkung, wie Sie gesprochen haben, habe ich nebenbei eben immer diese Suchmaschine verwendet, die Sie da auch gezeigt haben, die bunte. Und bei Professor habe ich interessanterweise, Sie können es anschauen, gnädige Frau, ich zeige Ihnen auch gerne einen Screenshot, dann habe ich als erstes ein Foto von einer Frau gekriegt, die aber ohne Namen ist. Ich habe fast den Verdacht, das ist ein Fotomodell in einem Hörsaal.
und dann den Eintrag von Wikipedia angeboten, Professor Wikipedia, wie wird man Professor von Academia.at. Genauso bei der Seite Nurse, da habe ich also hochseriöse Informationen bekommen. Woran kann das liegen, dass wir so unterschiedliche Ergebnisse kriegen? Haben Sie die Bildersuche benutzt? Nein, nein, ich zeige es Ihnen nachher, ich möchte das nicht den Betrieb. Ja, aber das sind die Ergebnisse von der Bildersuche. Nein. Sie, man kriegt ja bitte, gnädige Frau, wenn Sie, ich weiß nicht, wie Ihre Einstellungen sind, wenn Sie bei Google ganz normal das Suchfenster benutzen, kriegen Sie links die Textergebnisse, Sie können sich das anschauen, und rechts bekommen Sie bereits eine Bildervorauswahl. Das erste Bild ist eben bei mir eine Dame im Hörsaal und rechts daneben ein Mann, der möglicherweise auch ausschaut wie ein Professor, den ich aber nicht identifizieren kann. Aber genau, aber diese Ergebnisse, die ich Ihnen gezeigt habe, waren die Bildersuche. Wenn Sie dann daneben bei der Leiste auf Bilder gehen, weil es quasi die Bildrepräsentation war, die interessant ist in dem Zusammenhang. Zu MetaGer und Startpage. Also erstens mal ist eine spannende Frage, was sind gute Suchmaschinenergebnisse? Also das stelle ich mir ja auch immer die Frage, selbst wenn man jetzt, also neutral gibt es ja nicht, wie schon zu Beginn erwähnt, aber selbst wenn man sich vorstellen würde, okay, ausgewogenere Suchmaschinenergebnisse, wie würde man sich das vorstellen, welchen normativen Rahmen würden wir hier anlegen sozusagen? Müssten die möglichst divers sein? Sollten die dann trotzdem auch Fake News beinhalten und eben diese False Balance herrscht? Also wie würden wir uns das überhaupt vorstellen, ausbalanciert oder wäre dann diese Ausbalancierung gar nicht das Ziel, was wäre dann aber das Ziel? Also das ist ja gar keine triviale Frage. Bei Startpage ist es ja so, Sie kriegen ja tatsächlich die Google-Suchmaschinenergebnisse, bloß schauen sie halt ganz anders aus, weil ja die Standortdaten und so weiter und die ganze Personalisierung eben nicht eingebunden wird. Wir sind ja aber schon gewöhnt daran, dass das eingebunden wird. Wir wollen ja, dass wir auch den Pizzalieferanten von Wien angezeigt bekommen und nicht von LA oder irgendwo, weil das macht ja keinen Sinn. Da tun sie sich ja aber auch schwer, das Nutzerfeedback, also Sie haben viele Nutzerinnen, die schreiben dann auch ihr Feedback an Startpage und oft sind es genau diese Fragen, wieso kommt jetzt nicht das und das und das und dann sagen sie, ja, weil es ein privacy-sensitives Feature ist, um man dann halt vielleicht umständlichere Suchworte eingeben muss oder ähnliches, dass man dann eben besser lokalisiert den Standort einbindet oder dann eher zu dem kommt, was man sich wünscht. Wir sind ja aber von Google schon erzogen worden, sage ich mal, wir stellen uns ja schon die Suchmaschinenergebnisse so vor, wie sie uns Google präsentiert. Das ist ja auch spannend, oder? Wir sind ja alle schon dran gewöhnt. MetaGer ist ja eine Meta-Suchmaschine eben, die verschiedene Suchmaschinenergebnisse einbindet. Ich glaube, Google ist nicht dabei, weil Google sehr sich zurückgezogen hat aus diesen Partner-Index-Kooperationen. Es ist meistens Bing bei den alternativen Suchmaschinen, bei Ecosia, und da gibt es ja diese grünen Suchmaschinen, das ist hauptsächlich Bing mittlerweile. Startpage hat da eine sehr lange Kooperation schon, die auch auf persönlichen Beziehungen beruht, sage ich einmal. Also eigentlich ist Google da eher, möchte zum Beispiel nicht, dass Google eingebunden wird in eine Meta-Suchmaschine, wo alles Mögliche zusammenkommt, da wollen sie ihr Image da nicht beschadet haben, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und MetaGer ist aber auch sehr engagiert bei dieser Gruppe von dem Open Web Index, also die sind auch da dabei, und auch MetaGer würde sich ja wünschen, dass man einen öffentlich finanzierten Index hätte, der offen wäre, weil das könnte ja MetaGer auch nutzen sozusagen. Also MetaGer wäre ja eigentlich ein guter Kunde, wenn man so will, auch von so einem öffentlichen Web Index. MetaGer selbst habe ich jetzt nicht so oft benutzt, deswegen kann ich da jetzt wenig sagen. Ich weiß nur, dass das eben verschiedene Suchmaschinenergebnisse sind, die hier eingebunden werden und dementsprechend gereiht sozusagen. Was war der erste Kommentar? Achso, die Bildsuche, ja. Na, erstens mal, ich habe es heute nochmal versucht mit dem Professor. Auch heute waren bei mir selbst mit meinem eigenen Gerät schon wieder andere Ergebnisse. Also es ist immer dynamisch natürlich. Aber es ist speziell eben die Bildersuche gewesen. Und ja, da ist eben die Frage, wie kommt es zustande und welche Faktoren spielen da eine Rolle natürlich. Ja. Ich habe zwei Anmerkungen aus dem aus dem Chat. Das eine ist nämlich ganz konkret zur Bildersuche, zu Professor, wo die Meinung vertreten wird, dass Google an Universitäten andere Ergebnisse liefert, weil es die IP erkennt und damit arbeitet. Und das andere war eine allgemeinere Bemerkung. Man muss sicher auch die Nutzer mit bedenken. Die Mehrheit nutzt auch MS Windows und nicht zum Beispiel Linux. Open-Suchmaschinen werden wohl keine Massenlösung sein, weil immer mit Kompromissen verbunden. Mhm. Google bietet auch mehr als eine Suchmaschine, Gratis-E-Mail-Adresse, Google-Fotos etc. Machine Learning ohne Menschen, die ihre Daten einbringen, ist auch schwer vorstellbar. Mhm. Also ich glaub, ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass Google alle Daten ja hat mittlerweile von all diesen Diensten und die auch zusammenführt, also Google Mail, YouTube, also alles, was man sich denken kann, Google Docs und so weiter. Das ist ja aber auch schon Teil des Problems, dass hier überall ein Google Package angeboten wird, auch an Universitäten, und diese ganze EduTech-Schiene
oder eben Google Sheets, Google Docs ist ja auch was, was man oft benutzen muss, wenn man in einer Arbeitsgemeinschaft ist. Also da gibt es ja auch diese Netzwerkeffekte, da ist es ja gar nicht so leicht, dann alle wieder auf irgendein Pirate Pad oder was umzustellen. Also das kommt ja noch dazu, dass diese Dominanz und auch die Default-Einstellungen mittlerweile ja immer so sind, dass schon eine auf Android-Handys zum Beispiel eine Voreinstellung ist, die ja schon wieder diese Services begünstigt. Also auch da versuchen Startpage und so weiter ja auch in diese Leisten überhaupt einmal reinzukommen, um überhaupt einmal angeboten zu werden als Standardsuchmaschine. Also auch auf dieser Infrastrukturebene ist es ja eigentlich schon eine Omnipräsenz von diesen Firmen. Und jetzt auch in der Krise hat man gesehen, Zoom hat sich wieder super positionieren können und alternative Anbieter, die vielleicht jedes Mal nicht so ganz so gut funktionieren, ja, die fallen dann unter den Tisch. Und gerade in Krisensituationen, jede Lehrerin ist vielleicht froh, wenn sie überhaupt irgendwas bedienen kann und ihre Eltern und so weiter dazu bringt. Also das muss man ja auch mal in Rechnung stellen. Wer ist schon bereit, da diesen Mehraufwand auf sich zu nehmen? Wobei Startpage ja da wirklich einen sehr einfachen Wechsel anbietet. Also bei diesen Open-Source-Systemen ist es natürlich viel aufwendiger, ja, klar. Mhm. Bitte. Erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag und auch den schönen Überblick über Ihre verschiedenen Studien. Ich habe vor allem die ersten beiden schon länger verfolgt, deshalb ist es schön zu sehen, wie es so weitergeht. Und ich hätte zuerst mal oder vor allem mal eine Frage zu dieser eben Ihrer zweiten Studie über diese Sociotechnical Imaginaries und die GDPR. Die hat sich da ja sehr stark auf den Gesetzgebungsprozess fokussiert. Haben Sie vielleicht eine Meinung dazu, wie dieses Sociotechnical Imaginary über Data Protection in Europa mittlerweile ausschaut? Haben Sie das Gefühl, das ist noch immer so fragmentiert oder dadurch, dass die GDPR jetzt schon seit, was sind es, zwei Jahren, was auch immer im Einsatz ist, dass sich da so ein eher gemeinschaftliches, vor allem in Abgrenzung zu anderen, zu Silicon Valley, zu China herausgebildet hat. Ja, genau so ist es ja. Also wenn es dann um diese globale Frage geht, dann wird Europa schon zu einem und positioniert sich da eben sehr stark als Grundrechtsschützer, sage ich mal. Und auch wir konzentrieren uns auf die Regulierungs- und Governance-Fragen, auch jetzt wieder mit dem AI-Act. Das wird ja auch so ein großes Ding jetzt wieder, das noch weiter zu verhandeln gilt. Auch wieder schwierige Fragen, wie definiert man überhaupt künstliche Intelligenz, welche Systeme fallen darunter. Es sind schwierige Prozesse, weil man ja auch Technologie neutral formulieren muss. Also man will ja nicht Google oder irgendwas da reinschreiben. In 5 Jahren ist die Technologie eine andere. Es sind ja wirklich schwierige Fragen. Und es ist genau so, also im großen geopolitischen Spektrum, dann ist Europa sozusagen für den Datenschutz zuständig und aber auch Länder, das kann man schon sehen, die vielleicht noch gar keine Datenschutzgesetzgebung haben, orientieren sich auch an dem GDPR. Also es ist schon ein bisschen auch so ein Exportmodell geworden und auch immer wieder gibt es ja trotzdem Strafen, wenn man so will. Aber es ist eben innerhalb der EU, glaube ich, trotzdem noch gleich divers, wie es damals war. Und jeder dieser Gesetzgebungsprozesse wird wieder genauso kompliziert sein, weil wir ja diese Differenzen hier auch in Europa haben, genauso wie es Datenschutz in den USA ja auch gibt. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer in diese Falle tappt. Okay, in den USA ist alles nur Silicon Valley. Da gibt es ja auch Grundrechtsaktivisten und so weiter, die natürlich eh auch ähnliche Werte vertreten. Aber China ist auch spannend. Also das möchte ich eben vor allem bei dieser einen Fallstudie dann noch wirklich näher anschauen, weil das sind so spannende Aspekte auch in den Interviews, dass natürlich mit diesem Shenzhen und so, das ist das Next Silicon Valley, wie das schon diskutiert wird, das ist bei Hongkong in der Nähe, wo man ganz viel Hardware und Software und alles eben hat und die halt stark auf diese Pirate Culture setzen. Also die kopieren halt vieles dann einmal und dann gibt es aber trotzdem auch ein Huawei irgendwann, lernen sie ja auch Technikentwicklung und negieren halt eigentlich jegliche Gesetzgebung und es ist halt ein Raubbau mit Daten und so weiter. Also da ist ja auch spannend, wie da dieser asiatische Raum jetzt immer mehr auch auf den Plan treten wird und in China gibt es ja eh alles, also WeChat und so weiter, die haben schon Währungen und alles, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, sowas zu entwickeln. Also das ist ja, steht ja auch schon in den Startlöchern. Wie viel da exportiert wird davon, von diesen Technologien, ist spannend, weil sie haben ja vieles auch nur für den chinesischen Raum. Aber trotzdem ist die spannende Frage bei dieser Kollaboration dann auch, wie kommt das zum Tragen? Dann auch mal diese kulturellen Unterschiede. In Asien ist alles ein Startup, also auch selbst dieses FOSS Asia ist als Startup begründet worden, weil es das, was anderes gibt es gar nicht.
Also das ist, aber was macht es dann sozusagen, während in Deutschland ist schon stark diese antikommerzielle Schiene, auch beim CCC und so ist ja da total zentral, die Open-Source-Entwickler, aber in Asien, die sind da sozusagen den Firmen näher, weil die haben vor allem Angst vor staatlicher Überwachung, das muss man auch sehen. Also je nachdem, wie man ein- und auszoomt, ist Europa eins oder vieles. Ja. Ich würde noch mal den Chat reinbringen. Also es ist daneben jetzt noch eine Diskussion über die Bildersuche gelaufen. Ja, ja, das passiert immer, weil es wurde ja auch in den Standard-Postings heftig diskutiert. Auch genau. Da wird auch immer nachgesucht. Also der eine Hinweis war, dann gibt es diese selbsternannten investigativen Google-Sucherinnen. Der eine Hinweis war auf die Frage der eingestellten Sprache, das im deutschen oder englischsprachigen Raum nicht unterschiedlich sein könnte, wenn man Professor sucht. Und es gibt aber sehr wohl eine Unterstützung für Sie, Frau Mager. Sehr schön. Die aktuelle Bildersuche nach Professor bei Startpage bringt genau eine Frau auf der ersten Suche. Also insofern. Es gibt aber jetzt noch eine letzte Anmerkung, anschließend an bereits gefallene Themen und gestellte Fragen, dass eben biased auch ein Vorteil sein könnte, wenn man Informationen erfragt, wenn das die Ergebnisse dann auch auf die eigene Person zugeschnitten sind. Also das kann auch ein Vorteil sein, muss nicht immer ein Nachteil sein. Und dann die Frage, gibt es in der Debatte eine Überschneidung mit der radikalen Idee von Privacy, die von Tim Berners-Lee und Solid vertreten wird? Die verstehen nicht diese Fragen. Kann das jetzt nur so wiedergeben? Ich kenne die auch nicht. Das müsste dann vielleicht im Chat noch spezifiziert werden, was das für eine Solid-Debatte ist zu Privacy. Ob das jetzt dieser persönliche Bias auch von Vorteil sein kann, ist ja auch eine spannende Frage, weil natürlich in gewisser Weise lernt ja das System auch mich kennen und vielleicht sind die Ergebnisse dann ja auch tatsächlich brauchbarer für mich. Die Frage ist halt bloß dann immer, wie weit man dann in diese Filterbubbles reinkommt. Bei der Suchmaschine ist es ja eh noch nicht so stark, wie jetzt Studien zeigen. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir ganz andere Suchmaschinenergebnisse geben. Es gibt halt leichte Abänderungen. Natürlich die Standortfrage, ob ich jetzt hier nach Professor suche oder in Nigeria, ist natürlich eine legitime, weil man sucht ja immer auch in den lokalen Indexen, also nach der Sprache schon alleine eben. Also klar, das sind jetzt unsere Professorergebnisse, die weißen älteren Herren. Das kann jetzt in Afrika ganz anders ausschauen. Ja, da gibt es ja auch viele Studien schon, die dann versuchen, sozusagen mit so Proxys zu verschleiern, wo die Suchanfrage herkommt, beziehungsweise eben diese Ergebnisse zu vergleichen in verschiedenen Ländern. Ja, was war die zweite Frage jetzt noch? Was wollte ich da noch kurz sagen? Also ob die Personalisierung nicht auch was Gutes eben sein kann. Und bei den sozialen Medien ist aber schon häufig zu beobachten, dass es ja wirklich diese Radikalisierungen ja tatsächlich gibt und das ist noch viel problematischer noch wie bei den Suchmaschinenergebnissen, weil wenn ich mich da in so eine Querdenkergruppe auf Facebook rein radikalisiere, dann kriege ich wenig mit rundherum und viele benutzen ja schon Facebook als Suchmaschine, wie Studien zeigen, vor allem aus der jüngeren Generation oder Facebook benutzen die eher nicht mehr TikTok, wahrscheinlich ist das jetzt mittlerweile, also es zieht weiter, aber die algorithmische Kuratierung dieser Inhalte geht weiter und was da problematisch ist, ist natürlich, dass auch hier das Geschäftsmodell schlagend wird, weil Aufmerksamkeit belohnt wird und auch wenn es eine Hass-Posting ist, eine Hassnachricht, dann generiert die ganz viel Aufmerksamkeit, auch wenn es negative ist und dadurch wird dieses Posting immer wieder nach oben gereiht. Je mehr Kommentare, je mehr Likes oder Hates oder wie auch immer passieren, umso mehr bleibt dieses Posting immer wieder oben und wird von noch mehr Leuten gesehen und so weiter. Und das sind diese Effekte, die aber ja dem Geschäftsmodell dienen, weil die wollen ja, dass die Leute immer wieder kommen und sich aufregen, sage ich mal. Und deswegen ist diese Radikalisierung und diese tragen schon diese Algorithmen einfach zu diesen extremen Positionen halt bei eigentlich. Also das finde ich dann fast bei den sozialen Medien noch diese Personalisierung noch problematischer wie jetzt bei den Suchmaschinenergebnissen. Also ich würde es nur kurz noch ergänzen. Es kam eine Konkretisierung zu der Frage nach Solid. Die Idee, einen Datapod zu besitzen, mit dem ich über alle meine Daten im Internet verfügen kann.
Und damit kann man dann jeweils spezifizieren, welche Daten man hergeben kann. Ach so, ja, das ist auch diese Idee, dass man die vielleicht dann wenigstens verkaufen könnte und noch Geld mit seinen Daten machen könnte, wo man zumindest die Datensouveränität hätte in gewisser Weise. Ja, ist auch eine interessante Diskussion, aber auch nicht unkontrovers, weil es ja nichts ändert am Strukturellen, nur weil ich sie jetzt dann verkaufe selbst, ändert es an dem System wenig. Ich habe sozusagen eine technische Frage auch, weil du gerade das Stichwort algorithmische Kuratierung verwendet hast und zuvor erzählt hast, dass Google auf diese Baustellen quasi händisch aufräumt, ja? Mhm. Also dass sie dann sozusagen diese Bildersuchergebnisse, dass dann eben keine schwarzen Jugendliche mehr unter dem Stichwort Guerilla kommen. Aber meine Frage wäre, ob sich das auch technisch lösen lässt. Mhm. Also kann man die Algorithmen trainieren, dass sie sozusagen diese Fehler nicht mehr begehen, und ich weiß nicht genau, ob das ist ein bisschen neben dem, worum es jetzt in dem Vortrag ging, aber ich frage mich, es muss wahrscheinlich ich stelle mir vor, dass es eine technische Lösung auch dafür geben müsste, und ich frage mich, ob Google nicht auch Interesse daran haben müsste, sozusagen solche technischen Lösungen auch zu beforschen und früher oder später bereitzustellen. Das tun sie, glaube ich. Also ich denke schon, dass sie da auch versuchen, da was strukturell zu ändern. Eine Forderung ist ja dann immer, dass man wirklich, also zum Beispiel auch mehr weibliche Entwicklerinnen einstellt. Also das ist ja auch eine Forderung, dass hier auch die Entwicklergemeinde diverser wird, die ja auch häufig immer noch eher die weißen jungen Nerds sind, sage ich mal. Das wäre eine Forderung, die man immer wieder hört. Oder eben es ist ja immer dieses Zusammenspiel eben dieser Daten und dieser algorithmischen Systeme, und da ist ja schon die Frage, wie kann die Suchmaschine jetzt, die kann die Daten nicht ändern, weil die Daten sind das weltweite Netz. Das weltweite Netz ist im Laufe der Zeit einfach so entstanden, dass da immer wieder was dazugehängt worden ist. Darauf hat Google ja gar keinen Einfluss. Da müsste man den Index kuratieren, und das machen sie auch, weil sie rechtswidrige Inhalte rausnehmen oder jetzt Pornografie oder sowas. Das kann man ja im Index schon mal zensieren, aber wie weit geht dann diese Zensur in gewisser Weise? Also wo ist da die Grenze, wenn es nicht die harte Gesetzgebung ist, die jetzt auch zum Beispiel unterschiedlich ist in unterschiedlichen Ländern? Wenn man jetzt einfach an nationalsozialistisches Gedankengut denkt, das ist jetzt verboten in Deutschland und Österreich, aber nicht in anderen Teilen der Welt. Also da muss ja eben auch die lokale Gesetzgebung Rücksicht genommen werden. Also das ist schon kompliziert genug. Aber wenn es dann weitergeht um ethische Rahmenbedingungen, wer setzt da die Maßstäbe, welche normativen Rahmenbedingungen oder Ethical Guidelines würden wir da anlegen? Würde das Google dann selbst machen? Bei Facebook ja ähnliche Debatten. Nackte Brüste werden nicht gezeigt. Jo, warum eigentlich? Und andere Dinge schon, wobei da ja auch ganz viel händisch moderiert wird in den im globalen Süden. Sitzen dann Leute in Bangladesch und müssen sich diese ganzen fürchterlichen Köpfungsvideos anschauen und die rauslöschen, sage ich mal. Also auch da ganz viel händische Arbeit, das ist nichts automatisiert, weil es vermutlich nicht so leicht ist, das zu automatisieren. Also automatisiert wird vieles mal präselektiert, aber dann muss wieder wer drüber schauen. Also ich denke, sie versuchen das die ganze Zeit. Das denkt sich ja Google nicht aus, hier absichtlich zu diskriminieren oder so. Das ist ja sozusagen gar nicht der Fall. Ja, es ist einfach durch diese Dynamiken so, dass diese Diskriminierung eben sich wieder abbildet. Und wenn sie jetzt bei den Suchmaschinenergebnissen schon im Netz quasi vorhanden sind, ist die Frage, wo sind die Schnittstellen und wer bestimmt auch darüber? Also je mehr, also jetzt gibt es ja dieses Recht auf Vergessenwerden, wo man eben auch über seine eigene Person Informationen rausnehmen lassen kann aus dem Index, wenn sie eben illegitim sind, veraltet oder ähnliches. Da ist auch die spannende Frage, wie steht es zum Recht auf Meinungsfreiheit oder auch Archivierung zum Beispiel ist ja wichtig, wenn es um Politiker-Skandale geht, wollen wir ja, dass die Informationen abrufbar sind, zum Beispiel jetzt. Also da könnte ja jeder kommen und alles rauslöschen, sage ich mal jetzt wieder provokant. Oder
auch wo sozusagen, wo ist hier die juristische Abwägung? Das muss ja jetzt Google machen mit ihren Juristinnen sozusagen. Die müssen ja eigentlich jeden Einzelfall abwägen. Ich weiß nicht, die haben tausende Juristinnen eingestellt, glaube ich, für dieses Recht auch vergessen werden. Aber darüber hinaus ist es ja wirklich nicht sehr trivial. Also eine andere Forderung ist dann eben so Antidiskriminierungs-Guidelines oder so zumindest einzuführen, Richtlinien schon in der Entwicklung und so weiter oder mehr Transparenz auch hier herzustellen, dass zumindest Gruppen wie Algorithm Watch oder wer auch immer da Einblick hat in diese Systeme oder eben mehr gesellschaftliche Mitsprache zumindest hergestellt wird über diese Prozesse. Aber Facebook finanziert ja auch das Ethics in AI Center in München. Also machen sie jetzt die Ethics auch für uns. Also das ist auch interessant, wie diese Ethics-Institute jetzt aus dem Boden schießen, wie das zur harten Gesetzgebung steht und wer das wiederum finanziert. Und also es sind sehr große Fragen eigentlich. Also und es ist ja nicht so leicht, da eine Schraube zu drehen, eben weil es ja nicht nur die Ranking-Instrumente sind, sondern eben auch schon diese ganzen Daten, die verzerrt sind in gewisser Weise. Ja, vielen Dank. Stille. Ja, vielen Dank. Es war eine sehr anregende Diskussion.